ist November, draußen ist es grau und kalt und oft auch dunkel. Irgendwie drückt das Wetter häufig auf die Stimmung. Gibt es allerdings noch etwas anderes, womit sich unsere Stimmung beeinflussen lässt? Und warum ein Video zu dem Thema gute Laune beginnt denn da? Es geht um das Thema Serotonin. Serotonin ist ein Gewebshormon, ist ein Neurotransmitter, das heißt eine Art Nervenbotenstoff. Dieses Gewebshormon Serotonin hat ganz vielfältige Aufgaben in unserem Körper. Es wirkt beispielsweise auf unser Herz-Kreislauf-System. Es wirkt auf die Blutgerinnung, es wirkt auf den Augeninnendruck, es wirkt auch auf beispielsweise die Körpertemperatur. Eine große Wirkung hat es allerdings auf unser zentrales Nervensystem. Wir können es als unser Gute-Laune-Hormon bezeichnen. Es gibt uns Gelassenheit, es gibt uns Ruhe, es gibt uns Zufriedenheit, es dämpft Ängste beispielsweise, es dämpft auch das Hungergefühl. Serotonin hemmt aggressives Verhalten, es erhöht unsere Denkleistung und Serotonin wird in Melatonin, ein anderes Hormon, weiter verstoffwechselt, was unsere Schlafbereitschaft fördert. Mit einem genügend ausreichenden Serotoninspiegel schlafen wir also auch besser. Das heißt, es ist rundum ein Gute-Laune-Hormon. Es wird gebildet im Gehirn, aber auch zu 90-95% im Darm. Allein daran merken wir schon, wenn es unserem Darm gut geht, können wir davon ausgehen, dass auch eine Serotoninbildung eventuell besser funktionieren könnte. Das lässt sich logisch ableiten. Es gibt allerdings noch einen anderen Grund, warum wir einen gesunden Darm für eine gute Serotoninbildung benötigen. Hier sprechen wir über Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure. Diese Aminosäure führen wir zu über Lebensmittel. Beispielsweise Nüsse sind tryptophanreich, Bananen, auch Kakao. Es gibt andere Lebensmittel, die die Tryptophanaufnahme beispielsweise fördern. Man denkt an Kiwis, Pflaumen, Tomaten. Sie merken, Tryptophan ist eine Aminosäure, die in vielen Lebensmitteln enthalten ist. Wenn wir jetzt allerdings sehr viel Stress haben oder aber wenn wir Entzündungsreaktionen im Körper haben, wird dieses Tryptophan nicht in Serotonin umgespalten. Normalerweise ist der Weg der, Tryptophan wird über mehrere Prozesse in 5-HTP in Serotonin umgespalten, dann haben wir genügend von unserem, ich nenne es mal Glückshormon, zur Verfügung. Bei Stress, bei Entzündungsreaktionen im Körper wird dieses Tryptophan sozusagen abgezweigt und für andere biologische Prozesse benötigt. Das heißt, keine oder nur eine geringere Weiterverstoffwechselung in unser Glückshormon Serotonin. Das ist wichtig, denn stellen Sie sich vor, immer dann, wenn Sie eine sogenannte Dysbiose haben, das ist eine Fehlbesiedelung des Darmes, es geht ganz grob darum, dass nicht die Bakterien im Darm zu finden sind, die wir eben brauchen. Immer dann, wenn wir diese Dysbiose haben, können wir davon ausgehen, dass wir auch diverse Entzündungsprozesse im Darm finden. Ich hatte gesagt, bei Entzündungsprozessen ist es so, dass dieses Tryptophan nicht mehr gut weiterverstoffwechselt wird, sondern für andere Prozesse benötigt wird. Also Dysbiose, Entzündungsprozesse können dafür sorgen, dass Tryptophan nicht mehr in unser Glückshormon, in das Serotonin, umgewandelt wird. Und damit könnte die Stimmung sinken. Zu diesem Aspekt gibt es in der Medizin gerade sehr viele Forschungen. Man hat zum Beispiel, ich habe neulich gelesen, dass 35% aller depressiven Menschen einen durchlässigen Darm haben, einen sogenannten Leaky Gut. Daran merken wir, der Darm ist zu einem großen Teil mit für unsere Stimmung verantwortlich. Das sind neuere medizinische Erkenntnisse. Eine Sache gibt es aber noch. Um Tryptophan über mehrere Schritte in Serotonin umzuwandeln, weiß man heute, dass diverse Kofaktoren notwendig sind. Kofaktoren meint Vitamine und Mineralstoffe. Ich denke da beispielsweise an Vitamin B6, an Vitamin B12, Vitamin B3, Zink, Magnesium, Folsäure. All das sind wichtige Stoffe, die wir brauchen, damit diese Umwandlung von Tryptophan in Serotonin stattfinden kann.
Das heißt, wir benötigen einen gesunden Darm und wir benötigen Mineralstoffe. Was können Sie also tun? Mein Wunsch ist, informieren Sie sich weiter über das Thema Darmgesundheit. In den letzten Jahren gibt es so vieles an Studien, an Untersuchungen, die belegen, wie dieses Thema, was wir so lange vernachlässigt haben, eine immer größere Bedeutung für unsere Gesundheit hat. Sie können nachlesen auf meiner Internetseite. Ich habe in meinem letzten Newsletter beispielsweise habe ich einige Informationen gegeben zum Thema Tuning für Darmbakterien. Informieren Sie sich. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin, sprechen Sie mit Ihrer Heilpraktikerin, ob beispielsweise, wenn Sie Probleme im Darm haben, eine Stuhluntersuchung Sinn machen könnte. Oder ob es Sinn machen könnte, die genannten Vitamine und Mineralstoffe einmal im Blut zu untersuchen. Was können Sie noch tun? Erhöhen Sie den Anteil an pflanzlicher Nahrung deutlich. Es gibt Untersuchungen darüber, dass beispielsweise Fleisch die Bildung von Serotonin oder die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin hemmen könnte. Auch Kaffee wird nachgesagt, dass es diese Umwandlung hemmt. Das heißt, ernähren Sie sich so pflanzlich und so mineralstoffreich wie möglich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gut gelaunten November und eine stimmungsreiche Weihnachtszeit. Bis bald.